bin gerade hier mit der Dori vorbeigefahren. Und da sitzen noch zwei Storchenbabys im Nest. Das war schon ein bisschen größer. Und das wollten wir euch unbedingt zeigen. Angela fotografiert gerade. Ich blende euch mal Bilder ein. Und jetzt fahren wir weiter. Ja, das war doch eine Überraschung da eben mit den Störchen, ne? Ja, total süß. Ja. Aber dass sie da das Nest drauf gebaut haben, ne? Ja. Wie in Spanien, ne? Auf jeder Stromleitung ein. Ja. Störchen. Aber auch ein bisschen windschief. Also das war schon abenteuerlich, wie die da gebaut haben. Ja. Das sind immer die schönsten Momente, ne? Ja. Finde ich auch. Na, wo uns das Navi hinschickt hier. Checken. Kein Feuer. Nicht auf. Warte, das ist mir nicht so. Also, ja, passt gerade so die Dori durch. Ich hab doch da drüben noch Platz, oder? Ja. Aber manche Bäume kommen schon. Ah, Mann, das sind aber auch teilweise tiefe Pfützen. Hast du es eben gesehen? Ja. Boah. Wahnsinn. Es hat auch ganz schön geregnet die Nacht. Es ist halt auch jetzt wieder sandig, wir kommen jetzt wieder Richtung Meer. Aber dafür, dass es so geschüttet hat heute Nacht, ist es doch hier schon relativ. Ja, schon ganz gut drauf, wieder weg, ja. Juhu! Ja, wir müssen noch mal zurückfahren. Da sind wir hier verkehrt. Das ist der Leuchtturm. Das ist dieser scheiß Ast, der mir eben aufs Dach gefallen ist. Einfach ein Stückchen vor. Noch mal zurück. Im Leuchtturm wollten wir nicht schlafen. Nee. Ich brauche Frischluft. Ja. Ich komme hier langsam ins Schwitzen. Ich habe schon mal gesagt, ich bin so geil, dass wir Schwingsitze haben. Das ist ja mal richtig cool, oder? Ja, da kann man schon mal stehen. Ich glaube, da kann man noch hier runterfahren. Hier. Aber wir können hier erstmal gucken gehen. Stell dich da erstmal da rückwärts hin. Ah, da ist auch schon. Ich weiß nicht, ob du da runterfahren kannst. Also hier kann man
auf jeden Fall stehen bleiben. Einfach mal kurz hin. Ich würde sogar sagen, wir stellen uns ganz hier vorne hin, oder? Ja. Das war die Tür auf der anderen. Hier muss man nur ein bisschen gucken, da ist es sehr sandig hier, aber ich denke mal, dass hier die Dori kein Problem. Für solche Plätze haben wir unsere Dori. Einfach genial. Erstmal gucken. Ja, hier ist die Ostsee aber richtig wellig. Das ist richtig schön hier. Langsam, Elmo! Die Angela hat einen besseren Weg. Ich habe den genommen. Angela wollte schon immer mal Walkotze finden. Sogar hier. Wobei ich nicht glaube, dass sie hier welche finden kann. Aber sie soll suchen. Denn wenn man Walkotze findet, hat man ausgesorgt. Und da oben ist der Leuchtturm. Den kann man besichtigen, wenn man möchte. Und die Angela sucht immer noch Walkotze. Jetzt fängt sie mal weiter oben an. Angela sucht jetzt auch noch Bernsteine. Aber das ist schwierig hier Bernsteine zu finden, weil es hier sehr viele Steine gibt. Und wir wissen auch nicht genau, wie Bernstein aussieht im Rohzustand. Wir haben es zwar schon auf Bildern gesehen, aber das hier in Natura zu finden, ist glaube ich schwierig. Hallo, hast du schon Bernstein gefunden? Versteinerte See. Okay. Und Segler? Ja, wir sind ja an der Ostsee, das stimmt. Da kann man auch versteinerte Segel finden. Haben wir schon mal einen gefunden, das stimmt. Hier scheint es auch Robben zu geben. Die Verhaltensregeln sind ja klar, wenn man Robben findet, Robbenbaby, nicht anfassen. Jetzt hat der Wind ein bisschen nachgelassen und jetzt lasse ich mal die Drohne fliegen. Denn das ist auf jeden Fall wert, das hier mal zu sehen. Ah, der Wind ist schon noch da, aber das müsste schaffen.
Wir sind jetzt gerade in Lipaja angekommen und hier drüben hat versucht, die Angela einzuparken. Ich blende es euch gerade mal ein. Jetzt haben wir umgeswitcht und haben uns hier hingestellt. Der ist für Kleinbusse, da passt also die Dory auch optimal hin. Und jetzt schauen wir uns mal Lipaja an. Und die erste Sehenswürdigkeit, seht ihr schon? Das ist hier die Konzerthalle, die in Form eines Bernsteins gebaut wurde. Das haben sie ganz gut getroffen. Make a movie, make a song, make a dance, make a record, take a glance and put it on me. Put it on me. Be a test drive, be a race, be a car and be the rhythm of my eyes. Be a late night. But it was a false sense of falling. Jetzt gehen wir mal in die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit. Die Kirche beherbergt die älteste unveränderte mechanische Orgel. Mal gucken, ob wir uns sie angucken können. Ihr habt ja gerade die Orgel in der Kathedrale gesehen. Die ist so schön. Also ich habe auf jeden Fall so eine Orgel noch nicht gesehen in der Kirche. Wenn ihr mal hier seid, schaut sie euch auf jeden Fall an. Es ist sehr sehenswert. Angela hat auch entdeckt, dass es hier eine Markthalle gibt. Und dann gehen wir natürlich jetzt erstmal hin. Richtig traditionell. So stellen wir uns das vor. Die Pfifferlinge eben gesehen. Da kostet ein ganzes Glas 3 Euro. Wir haben jetzt gerade super gut gegessen. Angela ist gerade noch mal in die Markthalle, holt uns was zum Kaffee. Ich blende euch gerade mal ein Bild ein, wo wir gegessen haben. Wenn ihr hier seid, geht da ruhig mal rein. Und jetzt gehen wir zurück zur Dory. Schon mal gesehen, hier alles begrünt zwischen den Schienen. Finden wir richtig cool. So give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I'll take what's left.